Und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley mit dem guten Pilzinsel. Ja, hi. Wir haben eine Pastinake, die wir ernten können. Und einen Brief. Brief ist immer... Oh ja, Brief. Hi, ich verkaufe Hüte. Okay, stups. Kommt zu altem Haus. Stups. Bring Münze. Hutmaus. Ich habe hier Geld von meinem Papa bekommen. Hallo, wie läuft das ländliche Leben so? Es ist einsam hier ohne dich, aber ich bin stolz auf das, was du machst. Alles Liebe, Papa. PS, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. Hab ich auch. Und eine Nachricht, dass es morgen den Blumentanz gibt. Oh. Wenn ist du schon so weit. Ja, wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Kommt zwischen 19 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Bürgermeister Louis. Leute, nächste Folge wird spannend. Es kann auch die Folge spannend werden, falls ich weiterhin auf unsere Schmiede einprügel mit meinem neuen Prügel. Schaust du kurz bei den Hühnchen vorbei? Kann ich machen, jupp. Danke. Ja, Knuddel die Katze. Ja, guck. Ja. Ich hoffe nur, dass sich der Blumenkohl, den wir da gepflanzt haben, wirklich noch bis zum Ende vom Frühling gar betut. Denn die Quest von der guten Robin haben wir immer noch offen. Ja, das stimmt. Also, es wird eine Last-Minute-Geschichte werden. Boah, ernsthaft wegen dem einen Ding da? Klar, wegen dem einen Ding da. Gut, dann schaue ich auch mal ganz kurz die Katze knuddeln. Die gute Mika oder Minka? Wie haben wir sie nochmal genannt? Minka? Minka, okay. Okay, bei euch muss ich dann gar nicht mehr vorbei. Das ist gut zu wissen. Jo. Ist ja dann erledigt. Ja, das ist dann erledigt. Ein Kupfer kann ich noch einschmelzen kurz. Ah, da unten sind drei noch ausgelassen. Zwei. Füllen wir gleich mal wieder auf. Bis morgen. Jo, dann, was haben wir denn jetzt hier? Die Erdbeere brauchen wir von dem nächsten Frühling. Ich habe das Gefühl, ich gucke jedes Mal aufs Neue auf dieselben Sachen und sag dasselbe. Ja. guck, ist fertig. Kurze Frage wegen dem Hutgedöns. Soll man da mal hinschauen oder eher nicht so? Ich habe tatsächlich den Brief gar nicht bekommen, aber der Huthändler war da nicht wann anders? War der heute? Müssen wir mal in den Kalender schauen, ich schau mal. Weil, keine Ahnung. Also heute ist nichts. Der Huthändler war eigentlich schon mal vorbei, ja. Morgen schon, ist ne? Blumentanz, dann ist der Blumenhändler übermorgen. Übermorgen. Der Buchhändler, genau. Und der Buchhändler war aber auch schon vorgestern. Also der Huthändler steht dann gar nicht drauf. Wo hast du gesagt, soll der nochmal sein? Beim alten Haus. Beim alten Haus. Das kann doch nur das alte Gesellschaftshaus das sein, das alte Gildenhaus, das alte was auch immer Haus. Das Gemeinschaftszentrum. Das Gemeinschaftszentrum, ja bitte. Ja, das kann sein. Weil was soll sonst sein?
Das kann sein, aber zumindest hier äußerlich ist jetzt zumindest nichts. Und hier drin ist bis auf ein paar Junomos auch nichts. Komisch. Dann frage ich mich, was für ein altes Haus gemeint ist. Altes Haus, ne? Das sind drei, also dreimal alt. Kommt zum altem Haus. Oder wir haben es tatsächlich irgendwo zeitlich versemmelt. Bei Robin gibt es auch Blaupausen. Können wir damit neue Rezepte freischalten? Vielleicht. Weiterer düsterer Tag. George, also eigentlich sieht der Tag für mich relativ freundlich aus, tatsächlich heute. Morgen ist der Blumentanz. Das Tanzen ist kein Problem, aber sie zwingen mich dazu, dieses dumme weiße Kleid zu tragen. Ja gut, Abigail hat schon auch so ihren eigenen Stil, ne? Vier Tage für noch ein paar Pastinaken sollte eigentlich drin sein, ne? Ja, glaube. Ich schau doch mal. Ah, doch, ist drin. Dann gehe ich die mal ganz kurz anpflanzen. No, 1, 2, 3, 4, ne? Haben sogar noch 5 Tage. Oi. Dann wird's Sommer, oder? Frühling. Dann wird's Sommer. Dann wird's Sommer. Ja, ich weiß, dass die gegossen werden wollen. Ja, haben wir heute irgendwas Spezifisches noch zu erledigen? Geld verdienen für die erste Sommeraussaat, hätte ich gesagt. Wir brauchen mindestens 4 Kupfer. Ja, das habe ich vergessen. 5. Meine ich ja. 5 Kupfer und wir haben gerade nur 4. Ja. Ja, genau. Nenne den Dünger einfach Geschwindwachs. Ja, eigentlich Geld verdienen. Für die erste Sommeraussaat. Du kannst dich auch mal mit einer Angeln probieren. Nee. Ich kann währenddessen, wenn es ist, vielleicht den Hof hier noch ein bisschen aufräumen. Schadet, glaube ich, nicht, wenn wir hier ordentlich durchlaufen können. Ja, das hätte ich auch gemacht. Du hast aber gesagt, nö, das machst du nicht. Er hat gesagt, nö, dann halt nicht. Ich habe nur gesagt, dass von dem ganz hohen Gras der Grams stehen bleiben soll. Ja, ja, schon. Ja. Und dass das jetzt nicht braucht. Ich kann auch meine 7 Sachen packen, kann mich wieder an den Fluss stellen oder das Meer. Mache ich wirklich gern. Ich weiß nur nicht, ob das die Zuschauer auf Dauer so gern haben. Dann nehme ich mir hier noch einen
Lauch mit. Als Wegzehrung. Und geh unten im Wald ein bisschen angeln. Ich glaube, da habe ich bislang auch noch nicht wirklich geangelt, also. Okay, Zuschauer, es ist zumindest mal ein bisschen eine andere Umgebung. Wir haben jetzt schon oben bei Robin geangelt. Wir haben im Fluss bei der Stadt geangelt. Dann angeln wir halt jetzt hier unten beim See im Wald. Kannst Feier auch machen, gell? Also so ist nicht. Oh, hallo Jas. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich habe schon wieder vermasselt. Am Seil springen gerade gute. Ja, wie gesagt, insgesamt wäre halt Geld verdienen schon sinnig. Jetzt nicht nur für die erste Aussaat im Sommer, sondern eben, weil wir ja auch auf einen Stall sparen wollen. Damit wir dann auch sowas wie, Kühe haben, mit der wir dann Milch bekommen. Die können wir zu Käse arbeiten und ja. Ich müsste mich auch nochmal belesen, wie sich das verhält, weil man kann ja auch die verschiedenen Hofgebäude erweitern. Und damit ist dann auch nicht nur unser Bauernhaus oder deine Hütte irgendwo gemeint. Damit ist dann auch gemeint, dass man beispielsweise den Hühnerstall ausbauen kann, dass sowas wie Kaninchen oder Enten reinpassen. Oder halt den normalen Stall ausbauen, dass sowas wie Ziegen reinpassen. Oder ich glaube, Schweine geht auch. Aber irgendwie, ich war zwar neulich oben bei der guten Robin, aber ich bin da auf keinen grünen Zweig gekommen. Ganz schön viel Tag ist was drum. Ach, wir haben noch ein bisschen. Denk dran, das ist gut verlängert worden. Also, wenn ich so mal auf unsere Zeit gucke, dürften wir noch locker so mindestens 5 bis 7 Minuten haben. Aber ja, tatsächlich habe ich auch erst 2 Fische geangelt, 2 Algen, 2 Cola, eine CD und Müll. Nicht abhauen. Nee, habe ich nicht getroffen. Und eine Brille. Ah ja. Je öfter du angelst und desto mehr dein Level beim Angeln voranschreitet, desto größer ist auch dein grüner Balken. Also je mehr desto mehr Spielraum hast du auch. Ah. Also du hast dann eben mehr Übung und deswegen fällt es dir insgesamt leichter, den Fisch an der Angel zu überlassen. Ah ja. Was haben wir denn da? Ein Gotteslachs. Schön, schön. Ich habe die gute Lea, die neben mir ist. Und zeichnet, glaube ich. Also ich glaube, das nächste Mal gehe ich doch wieder an den Strand oder so zum Angeln. Deutlich mehr Ausbeute. Ja. Wo bist du eigentlich gerade unterwegs?
Irgendwo rechts von der Stadt. Also im Prinzip am Fluss. Okay. Nee, weil es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Fische, eben je nachdem, ob du jetzt bei dem Bergsee oben in der Nähe von Robin angelst oder am Fluss, beim Waldsee, wo ich gerade unterwegs bin, oder beim Meer. Und tatsächlich, wenn es Nacht wird, gibt es auch nochmal Fische, die es eben nur bei Nacht gibt. Sowas wie eine Brasse. Ich erinnere mich aber tatsächlich auch an, das dürfte der Nachtmarkt sein. Bei dem gibt es eine U-Boot-Tour. Da kann man Fische angeln, die man sonst nie angeln kann. Und da können wir uns ganz gepflegt das Inventar vollstopfen. Da war eine Truhe. Ja, dafür musst du dann teilweise den Fisch mal ein bisschen locker lassen und halt die Truhe mit deinem Balken anvisieren. Du solltest halt irgendwo im Blick behalten, dass dein Balken vom Fisch nicht zu weit runterfällt. Ach, das geht. Was? Die Truhe anvisieren. Schön. Ja. Die ist ja irgendwo auf deinem Balken da drauf. Und du musst einfach nur auf deinem insgesamt Balken und du musst einfach nur deinen grünen Balken über der Truhe mitbelassen. Wobei aber einfach nur da einfach gesagt ist. Wollte gerade sagen, weil eigentlich der Fisch ist unten, die Truhe oben. Du kannst den Fisch im Prinzip fast, ja, im Prinzip fast vollständig fangen, dann kannst du mit deiner Angel hoch zur Kiste und musst halt beim Fisch dann fast nochmal bei neu anfangen. So, nützt nix. Zerbrochene CD. Ein Shoyanet 2.0 Test-CD. Sie müssen Milliarden von diesen Teilen hergestellt haben. Naja. Ja, ich habe aber auch noch Müll, also einfach nur Abfall. Ja, ich habe eine durchweichte Zeichnung, das ist Müll. Zeitung. Du hast gerade Zeichnung gesagt. Nein, Zeitung. Zeitung, das kam nur so rüber. Ich kann eigentlich alles wegtun, ne? Ja. Ich gehe noch mal ganz kurz bei meinem guten Shane vorbeischauen. Oh, immer wenn ich was Neues versuche, geht es furchtbar schief. So lernt man in seinem Schneckenhaus zu bleiben. Haben wir noch... Oh, nee, haben wir nicht. Mit unserem Blauschopf haben wir heute früh schon geredet. Dann würde ich auch mal ganz kurz zurückkommen und meine 5 Fische verkaufen kommen. Ah, ich hatte mehr. Aber, nee. Naja, ich habe 5 Fische, 9 Algen, 3 Cola, eine CD, einen Müll und 2 Brillen. Nein, nein. Hier gibt's nichts mehr. Wobei doch. Da ist noch ein Ei. Also die Polas, die sammle ich jetzt einfach mal, weil A, kann man die tatsächlich auch als kleinen Energiekick nutzen. Und der gute Sam mag die, also die können wir auch zum Anfreunden hernehmen. Oh, ich bleib noch mal ganz kurz hier draußen stehen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch mal eine Mayonnaise wegverkaufen kann und eine neue anwerfen. Ah, die habe ich gerade in die Truhe gelegt.
Dann haue ich die zwei Mayonnaisen aus der Truhe weg. Warum auch nicht? Sehe ich auch so. Okay. Darf gerade leider aber auch nicht irgendwie in einem Menü sein, weil dann hält die Zeit an. Okay, dann tun wir die Mayonnaise morgen machen und gehen dann doch jetzt für heute ins Bettchen. Du musst ja keinen Weltrekord aufstellen, ne? Nein, aber Geld verdienen. Ja, das können wir morgen auch noch. Ist ja wurscht. Ist ja Cup gekoddert. Morgen können wir nicht wirklich viel Weltrekord aufstellen, weil, wenn du es schon vergessen Müssen hast, wir ja nicht. Hat ja kein Mensch gesagt, dass wir das müssen, bitte, ne? Also. wir sollten bis spätestens 14 Uhr zum Blumenfest gehen. Da gehen wir auch eher hin. Ja. Aber man kann sich tatsächlich wirklich so lange auch Zeit lassen, theoretisch. Denn beim Blumenfest selber vergeht keine Zeit. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich habe jetzt einen Kohlebrennofen gelernt. Oh ja. Vielleicht können wir uns jetzt mit Holz Kohle erstellen. Ja. Das wäre gut. Schwarzbarsch. Ah, Okay. Gottes Lilux, da ist ja nichts. Ah. Ja, aber immerhin. Ja, dann würde Mein ich sagen. Schwarzbarsch normal ist auch nur 50 wert. Ja. Oder deiner ist, glaube ich. Ja. Ich hatte Gold und Vitrium oder was diese Ja, lila Sterne da Angeberin, ne? bedeuten. Aber Ich habe hey. ja auch schon gelevelt. Ich bin ja aber auch schon mehr gelevelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Genau. Bis Bis zum dahin. nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. ciao.